Und jetzt muss... Ah, scheiße. Ja, willkommen am Limit, Alexander Schumann hier. Heute gibt es mal wieder ein Spinnenvideo. Und zwar möchte ich meine Krauservogelspinne, die Tiltocatl albopilosum. Falls es nicht stimmt, schreibe ich es unten in die, ja, in den Text. Ja, auf jeden Fall eine Krauservogelspinne. Da kenne ich mich besser aus mit den deutschen Namen, weil die trivial sind und ja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja vor einigen Wochen schon angekündigt, dass ich meine Spinnenterrarien ersetze gegen neue Spinnenterrarien. Ich habe da auch ein paar Werbevideos gemacht und deswegen wird jetzt meine Albopilosum hier umgesetzt. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich habe hier das alte und hier das neue. Und die Spinne ist da hinten in dem Loch drinnen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir es herauslocken können. Mit meinem Lockinstrument. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Und also das ist übrigens ein Holzstäbchen und da vorne, das ist eine Feder. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir es damit herausbekommen. Also das soll ein Insekt simulieren. Ja, schauen wir nicht so her, ob das klappen würde. Kann gut sein, weil ich das Terrarium jetzt da hier darüber getragen habe, dass das... oh, jetzt hat es angebissen. Also es funktioniert doch. Ja, das ist... Das ist leider schwierig, weil jetzt hat sie gemerkt, dass das kein Insekt ist und jetzt ist, glaube ich, der Ofen aus. Schauen wir mal nochmal. Na doch. Uiuiui. So. Und jetzt muss... Ah, scheiße. Die Höhle muss ich noch verschließen dann. Mist. So, nochmal. So, jetzt war es auf jeden Fall zu viel. Dann müssen wir es anders machen. Also mit dem Rauslocken, das hat nicht geklappt. Den muss ich jetzt irgendwie anders heraus. Herausbuxieren. Ja, sagen wir mal. Ja, wie machen wir jetzt das? So, jetzt ist die Höhle leider zerstört komplett. Aber jetzt haben wir es wenigstens. So. Das ist auf jeden Fall der letzte Umzug.
Ich hoffe, das schaut jetzt nicht allzu schlimm am Video aus. Aber anders wüsste ich jetzt nicht, wie man es macht. So. So, jetzt ist ja eh eine ganz eine brave, gell? Ja, das war was. Ah, ich spüre die Brennhaare. So, dann würde ich sagen, lassen wir es ins neue Heim. Später rausmachen. So. Das neue Zuhause für die Tiltocatl Albopilosum. So, ja, das war jetzt leider ein bisschen umständlicher als ich es mir vorgestellt habe, aber das ist der letzte Umzug für diese Spinne, also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich sie nochmal irgendwann da rausnehmen sollte. Ich kann sie jetzt in Ruhe einrichten, eine schöne Höhle graben und dann passt es schon. Ja, dann würde ich sagen, war es für dieses Video. Danke fürs Zuschauen, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, vielleicht wie man so eine Spinne besser umsetzen kann. Also das war jetzt nichts, das sehe ich selber ein, aber man hätte es auch schlimmer machen können. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis demnächst.